Shut up, John. Hallo meine Kartoffelfreunde und willkommen zu einer schnellen Runde Minecraft Quick Survival Games. Schnell Penis. Ich spiele in letzter Zeit irgendwie viel Survival Games. Also Quick Survival Games auf Gomme. Und fragt mich nicht warum. Aber aus irgendeinem Grund hat sich das so ergeben. Und da ist auch schon das erste Opfer. Oh nö, ne? Jetzt hat der sich die Sachen abgestaubt. Nein. Oh Mann, ich hasse sowas. Ganz ehrlich. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. In einer weiteren Folge. Oder Runde, eher gesagt. Hier ist keine Kiste. Fuck, wo ist hier eine Kiste? Da hinten ist eine nur. Aber da rennt der Mongo hin. Scheiße. Oh, hier ist eine. Hier sind noch zwei Sachen drin und... Da, jetzt brauche ich nur noch eine Waffe. Ich bin in letzter Zeit irgendwie häufiger dazu gekommen, mal Quick Survival Games aufzunehmen. Okay, gut, läuft, da rennen wir weg. Und es hat mir eigentlich Spaß gebracht. Und das Ding ist, ich bin halt immer noch grottenschlecht in Minecraft PvP und ich sterbe schon wieder, weil ich keine Waffe habe, Alter. Verpiss dich, du hässlicher Hund. Hilfe. Meine Fresse. Verpiss dich doch, du hässlicher Mongo. Wie soll ich denn das schaffen, Mann? Ohne Waffe, wie soll ich immer so ein Pech? Oh, bis gleich. Und weiter geht's. Ich hoffe, wir werden diesmal irgendwann irgendwie ganz schnell irgendwas kriegen. Wir sind ja auch, was ich relativ cool finde, wir sind, oder es gibt hier ganz viele Call of Duty Maps, die einem auch eigentlich alle relativ bekannt vorkommen sollten. Und, das hier ist jetzt zum Beispiel Hijacked. Eine Map. Oh nein, nicht schon wieder eine Map. Oh. Was ist denn das? Ich krieg nichts. Gar nichts heute. So, und weiter geht's. Runde 4. Hoffen wir, dass das besser läuft. Das hier ist wieder eine Call of Duty Map. Das hier war von Black Ops 2, wenn ich mich nicht irre. Diese Russen-Map. Ich habe schon wieder nichts. Es ist unglaublich. Wie kann man denn so viel Pech haben? Oh mein Gott, ein Holzschwert. Aber diesmal haben wir keine Rüstung dafür. Das ist doch... Jetzt stirb, du hässlicher Hurensohn, Alter. Meine Fresse. Wie kann man denn so viel Pech haben? Jetzt stirb endlich. Bastard. Mein Gott. Toll, jetzt bin ich hier, hab kein Leben, aber immerhin eine Goldrüstung. So, hoffen wir mal, dass die uns nicht gesehen haben. Das ist keine Teams sind hier erlaubt. Das heißt, es dürften eigentlich auch nirgendwo Teams sein. Ich habe noch 1, 2, 3, 4 Spieler hier. Und endlich haben wir mal eine Runde, die ein bisschen länger geht als eine Minute. Aber hier sind leider nichts, oder hier ist leider nichts mehr, was wir gebrauchen könnten. Ich könnte höchstens noch die Angel nehmen. Und mit dem Holzschwert werden wir auch nicht sehr weit kommen. Deswegen werde ich mich mal wieder auf die Suche. Oh, da hinten ist einer. Da sind 1, 2, 3, 4. Ja, es sind noch 4, 5 Leute. 6 vielleicht auch noch auf dem Leben. Ja, ich hoffe einfach mal, dass sonst jetzt noch keiner... Okay, er crouched. Da ist er. 1, 2, 3, 4, 5. Oh Mann. Er hat mich auch nicht getroffen mit dem TNT, weil ich nicht geblockt habe. Und... Weißt du, wir kriegen sie nie down. Wir treffen sie immer nur. Dann sind sie fast tot, dann rennen sie weg und dann kommen wir da nicht hinterher. Also wenn es ums Verfolgen geht, dann bin ich echt nicht der Beste. Vielleicht sollte ich das nochmal lernen. Oder selbst wegzurennen wäre auch gar nicht mal so blöd. Naja, gucken wir mal. Vielleicht ist da was drin. Ich will wenigstens einmal ins Finale kommen. Ich meine, das kann doch nicht so
schwer sein. Mann, der Typ ist nicht schlecht. Und wieso kann man die eigentlich nie in der Luft treffen? Das ist ultra abfuck. Jetzt spring und töte ihn. Du Oglum. Komm, jetzt stirb auch. Das ist doch nicht euer Ernst, Mann. Wie viel hat er denn noch? Ich würde immer gerne, mich interessiert das immer so voll viel, wie viel Leben die noch haben. Ich weiß nicht, kann man das irgendwie sehen oder irgendwas, irgendwie, Penis? Naja, wir sehen uns gleich. So, das wird die letzte Runde für heute. Warum mache ich das heute nicht andauernd? Oh, vielleicht sollte ich mich mal nach einer Kiste umgucken. Toll, wir haben schon wieder den idealsten Spawn, den es hier gibt. Und zwar den, wo keine Oh, Alter, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ist hier eine Kiste? Hier war schon einer. Hä? Konnte ich ihn nicht sehen, oder was? Hier ist eine Kiste. Wow, immerhin etwas. Da ist nichts. Da unten wird doch bestimmt eine Kiste sein. Ja, da unten war immer eine. Und gar nicht mal so schlechte Sachen. Können wir das ausziehen? Das kommt dahin und weiter geht's. So, ich hoffe, jetzt kommen die nicht gleich alle mit ihren Diamanten, Brustharnischen, Penissen und allem drum und dran. Und dann könnten wir vielleicht auch mal ein bisschen weiterkommen. Ich hoffe es zumindest. Hier ist keine Kiste. Was ist hier oben? Ein Verzauberungstisch und eine Kiste. Oh, hier sind Pfeile, die könnten wir gut gebrauchen. Zack, eine Hose haben wir auch noch. Doch, Hose haben wir noch nicht. Haben wir schon. Wir brauchen was mit Brust. Brust brauchen wir, Brust. Wieso haben wir nichts mit Brust? Yo, wo kommst du her? Yo, genau. Nö. Oh Mann. Naja gut, das war's dann für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie ich verkacke, wie schlecht ich in Minecraft PvP bin, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und keine weiteren Folgen verpassen wollt, drückt auf den Abonnier-Button. Ich sag erstmal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schlechte Unterhaltung und Kartoffelsalat. Tüdelü.